Seid abermals gegrüßt hier auf Burg Otterstein. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Lord Ignaz und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die gruseligsten Geschichten der alten Zeit weiterzuerzählen, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Doch sagt an! Kennt ihr noch die Geschwister Billy und Lissy, die damals in den monströsen Schädelwald liefen und deren Onkel Luzi, der zusammen mit den anderen Dorfbewohnern hinterherlief, um die Kinder vor Werwölfin Veronica, Vampir Vincent, Hexe Grace und ihrem Zombiesohn Thomas zu retten? Alle verfielen dem Fluch des Schädelwaldes. Und bis zum heutigen Tage weiß man nicht, was aus Billy wurde. Doch wusstet ihr, dass sich schon vor diesem gruseligen Abenteuer die Geister der alten Zeit bemerkbar machten? Nein? Haben sie aber. Und zwar bei Billys und Lissys Onkel Luzi. Na? Seid ihr neugierig geworden? Dann will ich euch mal die Vorgeschichte dieser alten Legende erzählen. Um alles genau verstehen zu können, reisen wir nach Berlin, ins ehemalige Deutsche Reich. Zurück in das Jahr 1942. Am 4. Mai 1942 war SS-Oberstgruppenführer Emil von Otterfels in seinem Büro in Berlin und dachte nach. An diesem Tag war er jedoch sehr nervös und aufgeregt. Das, was er an diesem Tag dem SS-Gruppenführer Dr. Oswald Grünbaum erzählen würde, würde den Lauf der Geschichte vielleicht für immer verändern. Dann, um Punkt 10 Uhr, klopfte es an der Türe und Herr von Otterfels sagte: Herein? Ah, Dr. Grünbaum, Herr Hitler. Willkommen in Berlin. Schön, Sie zu sehen. Wo waren Sie doch gleich stationiert? Heil Hitler, Herr von Otterfels. Freut mich auch, Sie zu sehen. Ich war jetzt zuletzt im Konzentrationslager Feldhausen in Euland. Oh, eine weite Strecke ist das. Wie kommt es, dass Sie so schnell hier sind? Ich bin mit meinem Privatflieger hier. Die Maschine steht draußen vor dem Haus. Aber nun zum Grund meines Besuchs. Ich hatte mich gefreut, aber auch gewundert, plötzlich vor ein paar Tagen einen Brief von Ihnen zu erhalten. Schließlich haben wir vorher doch noch nie miteinander gearbeitet. Im Brief stand lediglich, dass Sie meine Hilfe bräuchten in einer streng geheimen Angelegenheit zum Wohle für Führer und Vaterland. Das ist richtig, Dr. Grünbaum. Man hat mir erzählt, dass Sie sich mit ägyptischer Mythologie sehr gut auskennen würden.
Nun, es geht um den verfluchten Pharao Amen-Ra. Da wurden Sie richtig informiert. Aha, interessant, dass Sie ausgerechnet auf diesen Pharao zu sprechen kommen. Ein sehr außergewöhnlicher Fall der ägyptischen Geschichte und gleichzeitig natürlich auch deren Mythologie. Aber wie kann ich Ihnen da weiterhelfen? Was wollen Sie wissen? Nun, alles Wichtige in der Kurzfassung. Ich will wirklich sicher gehen, dass Sie auch tatsächlich Ahnung davon haben, Dr. Grünbaum. Also gut, Herr von Otterfels. Amen-Ra war der Herrscher der Anubis-Dynastie und lebte in Karnat in Ägypten. Durch seine Verbrechen versuchte man nach seinem Tod seinen Namen auszulöschen, so dass er vergessen wird. Um seine körperlichen Triebe zu befriedigen, lebte er mit mehreren Frauen zusammen. Amen-Ra war der letzte Pharao der 6. Dynastie und galt anfangs als weiser und schöner Herrscher. Er kam im Jahre 2184 vor Christi Geburt an die Macht. Wenn die Nacht hereinbrach, wurde er zum Attentäter, der die politischen Feinde der ägyptischen Adligen tötete. Amen tötete auch seine Berater und brachte deren schönen Witwen in seinen Harem. Amen-Ra tötete alle seine politischen Gegner, ermordete die Priester und zerstörte die Götterstatuen. Er aß das Fleisch der Ermordeten und ihre Herzen, um seine Feinde zu erschrecken. Amen genoss den Geschmack des menschlichen Fleisches und seine Unmenschlichkeit. Eines Nachts, als er jedoch ein neues Opfer wählte, hatte er Pech, denn dieses konnte sich wehren. Dieses Opfer hatte nämlich einen Dolch bei sich und mit diesem entstellte es das Gesicht des Pharaos. Am nächsten Tag schnitt er einer Frau, die erkältet war, die Nase ab und aß diese vor ihren Augen. Jeder Palastdiener erhielt 20 Schläge ins Gesicht. Sein Wunsch, jeder sollte ein Monster wie er sein. Zumindest sollten sie alle so monströs aussehen wie er. Die Untergebenen rebellierten und töteten den monströsen Pharao. Amen-Ra wurde verflucht. Seine Mumie, sein Körper und seine Seele. In dem Chaos, das Amens Herrschaft folgte, wurde die Position des Pharaos erschüttert. Das geteilte Königreich aufgelöst und das Königreich für 2 Jahrzehnte in Hungersnot und Anarchie versenkt. Amen wartete 4000 Jahre hungrig in seiner Pyramide
bis sein Sarkophag 1927 bei einer britischen Expedition geöffnet wurde. Als Mumie erhob sich Amon aus seinem Grab, tötete die Expeditionsforscher und floh in die Freiheit. Amons Fluch hüllte ihn in lebendiges menschliches Fleisch mit endlosem Hunger. Der hungrige Amon machte sich auf den langen Marsch durch die Sahara-Wüste. Amon ging jedoch immer wieder zu seinem Sarkophag zurück. Nur alle 20 Jahre kann man den Pharao mit der richtigen Formel beschwören und ihm das befehligen, was man will. Aber auch nur dann. Alles andere wäre zu gefährlich. Und man müsste den Sarkophag auch erstmal wieder finden. Er gilt nämlich als verschollen. Er galt als verschollen. Leute von mir, die ich für Ausgrabungen nach Ägypten geschickt hatte, haben ihn gefunden und nach Berlin bringen lassen. Zumindest den Pharao. Der Sarkophag war zu schwer. Es kostete mich einige Männer. Aber was soll's? Es ist für den Führer. Stellen Sie sich das mal vor, was man alles mit Amons Macht machen könnte. Das würde die ultimative Herrschaft für den Führer und den Entesieg bedeuten. Und wir wären gemachte Männer. Wir würden bejubelt werden. Wir brauchen nur die Beschwörungsformel. Und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Ah, so langsam verstehe ich. Mir gefällt Ihre Denkweise. Ich bin tatsächlich im Besitz einer alten ägyptischen Beschwörungsformel, die funktionieren könnte. Sofern dieser ganze Hokuspokus überhaupt funktioniert. Mal ehrlich, wir sind erwachsen und wissen beide, dass sowas nie klappen würde. Und warum gibt es dann so viele Abschriften von Zeugenaussagen, die das Gegenteil behaupten? Lassen Sie es uns einfach mal ausprobieren und es herausfinden. Was haben wir schon zu verlieren? Heute Abend treffen wir uns an meiner Villa. Sie bringen die Formel mit und dann fahren wir zusammen mit der Mumie zu einem alten Bauernhaus, in dessen Keller wir die Möglichkeit hätten, das Ritual auszuprobieren. Das Haus gehört meinem Bruder, aber an sich steht das Haus leer. Mein Wagen steht uns zur Verfügung und wir fahren ein paar Stunden nach Euland auf die Höhe des Schädelwaldes. Also? Ich habe eigentlich Wichtigeres zu tun, als mich mit Gespenstergeschichten zu befassen. Aber gut, machen wir es. Bis heute Abend dann. Heil Hitler. Ja, Heil Hitler. Die beiden Nazi-Größen trafen sich wie vereinbart und packten die eingehüllte Mumie zusammen mit den Ritualutensilien von Herrn Dr. Grünbaum in Herrn von Otterfels Wagen. Dann fuhren sie los und waren nach knapp 2 Stunden am Schädelwald vorbeigefahren und am leerstehenden Dorfhaus angekommen. Sie holten den Pharao aus dem Wagen und trugen ihn ins Haus, direkt in den Keller.
meine Güte. So schwer hätte ich mir die Mumie aber nicht vorgestellt. Hoffentlich ist das alles hier den Aufwand wert. Ich habe zwar versprochen mitzumachen, aber skeptisch bin ich immer noch. Außerdem, was ist, wenn es tatsächlich funktioniert und Aemon Ra uns nicht gehorcht, weil wir ihn zu früh beschworen haben? Es wird schon alles gut gehen. Legen wir ihn da drüben in die Nische rein. Geht in Ordnung. Und ich hole dann noch schnell die anderen Ritualutensilien aus dem Wagen. Nicht wundern, das magische Symbol, was ich gleich mit Kreide auf dem Boden malen werde, wird ein wenig wie ein Davidstern aussehen. Ist aber ein Hexagramm. Die sind beide sechszackig. Davon verstehe ich nicht so viel. Machen Sie mal, wie Sie meinen. Hauptsache, es funktioniert. Ich werde mein Bestes geben. Bis gleich. Nur wenige Minuten waren vergangen. Schnell stellten sie alles auf und machten sich bereit für das Ritual. Dann ergriff Dr. Grünbaum das Wort und sprach die magische Formel. Aemon Ra. Ad hobo in toto. Milde sperandum sine die. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich werd verrückt. Das ist unmöglich. Willkommen zurück unter den Lebenden, Aemon Ra. Nun wirst du unserem Führer dienen. Hast du verstanden? Was sagst du da? Du willst das? Ich jemanden diene? Du kleiner, unbedeutender Mistkäfer. Ihr seid die, die mir dienen müssten. Schließlich bin ich Pharao Aemon Ra. Noch dazu ist es eine Schande, in eurer mickrigen Sprache sprechen zu müssen, damit ihr Perlen nicht versteht. Aber ihr werdet mich nicht mehr lange verstehen müssen. Ihr wolltet aus mir einen Pharao, einen Sklaven machen. Für diese Respektlosigkeit nehme ich euch das Leben. Aber wir haben dich erweckt. Du bist uns zu Dank verpflichtet. Erweckt? Von wegen! Meine ewige, kostbare Ruhe habt ihr gestört! Und dafür soll ich euch auch noch dankbar sein! Niemals! Nur da ihr tot seid, zerfallt zu dem, aus dem ihr seid und dem, was ihr an Wert habt. Staub. So kam die mystische Mumie Pharao Aemon Ra also in den Keller eines kleinen, unscheinbaren Dorfhauses in der Nähe des Schädelwaldes. Dann, im Frühling 1945, lag zum Kriegsende das Deutsche Reich in Schutt und Asche.
Der Führer Adolf Hitler begann Selbstmord. Zumindest wird das angenommen. Vielleicht starb er ja auch aus einem ganz anderen Grund. Der Traum vom tausendjährigen Reich war ausgeträumt und so erfuhr auch keiner etwas über den Aufenthaltsort von Amon Ra. Vorerst zumindest. Im Januar 1946 kaufte ein Bauer das besagte Dorfhaus. Sein Name war Luzi. Er war der Onkel von Billy und Lissy. Guten Morgen, Mr. Wright. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Luzi. Ganz gut geht es mir. Ich habe als Bürgermeister zwar immer viel zu tun, aber sonst ist alles in Ordnung. Wohnen Lizzie und Billy eigentlich schon bei dir? Nein, noch nicht. Sie kommen erst morgen an. Es hat leider etwas länger mit den Leuten bei den Ämtern gedauert, bis man mir die Erziehungsberechtigung der beiden übertrug. Ja, sowas ist zwar mies, aber leider nicht unüblich. Andernfalls ist es natürlich auch ganz gut, wenn man besonders bei Angelegenheiten mit Kindern lieber alles doppelt prüft und gewissenhaft arbeitet. Es gibt ja schließlich auch Familien, wo die Verwandtschaft katastrophal ist. Ja, das ist richtig. Schrecklich, was mit den Eltern von Lizzie und Billy vor einem halben Jahr passiert ist, nicht wahr? Sowas wünscht man keinen. Und das alles nur wegen diesen Monstern, die im Schädelwald hausen. Ja, sie waren sehr mutig und wollten, dass besonders ihre Kinder nicht in der Nähe von Monstern leben mussten. Deshalb haben sie sich ja auch auf die Jagd nach den Monstern gemacht. Aber sie kamen leider nie zurück. Nur ihre blutigen Klamotten hatte man gefunden. Es war ein großer Schock für das ganze Dorf. Die haben doch in dem Haus hinter der Schule gewohnt, nicht wahr? Ja, genau da haben sie gewohnt. Nach dem Tod ihrer Eltern kamen Lissy und Billy für ein paar Wochen nach Otterstein ins Waisenhaus. Und ab morgen sind sie wieder hier, in ihrer altgewohnten Umgebung. Na, wenigstens etwas und ihr werdet auch von uns Unterstützung bekommen, wenn du das möchtest. Hier in unserem Dorf ist schließlich immer einer für den anderen da. Und die Monster werden irgendwann auch ihre gerechte Strafe bekommen. Versprochen. Vielen Dank, aber... Aber was? Nun, es ist so, dass... Also, ich freue mich wirklich sehr, dass Billy und Lissy bald bei mir wohnen, da ich meine Nichte und meine Neffen wirklich gerne habe. Aber das Haus, in dem ich wohne, ist etwas seltsam. Also ich meine, ich bin ja nicht verrückt oder so, aber ich fühle mich sehr oft in meinem Haus beobachtet. Besonders stark ist es, wenn ich an der alten Kellertüre vorbeigehe. Aber die Türe ist verschlossen und der Kellerschlüssel schon seit Jahren verschollen. Da kann eigentlich niemand im Keller sein. Und außer mir und meinem Hund wohnt niemand in dem Haus, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist doch alles ganz normal. Der alltägliche Stress, ihre Einsamkeit in diesem großen Haus, der Trauerfall in ihrer Familie und die zukünftigen Veränderungen. Da würde ich irgendwann auch anfangen zu glauben, ich würde Geister sehen.
Aber wenn Lizzie und Billy ab morgen auch bei dir wohnen und das Haus so richtig bewohnt wird, wird es bestimmt mit dem eingebildeten Schmuck aufhören. Da haben Sie recht, Mr. Wright. Danke. Keine Ursache, aber jetzt muss ich weiter. Bis bald, Lucy. Bis bald. Hi Tommy, alles klar soweit? Was sagst du zum Wetter? Es ist scheiße heiß hier. Da sagst du was. Aber es soll die Tage noch heißer werden. Da kann man nur noch die Arschbacken zusammenkneifen. Fuck. Hast du eigentlich schon die neue Müllerin gesehen? Ho, eine tolle Frau, oder? Ihre schönen Haare, ihr Lächeln, ihr Kirschmund, ihre... Titten. Ja, genau, ihre Titten. Was? Ja, das auch. So, ich muss weiter. Tschüss, Tommy. Hallo Luzi, soweit alles in Ordnung bei dir? Hallo Inge. Och ja, ab morgen ziehen ja auch endlich Lissy und Billy zu mir. Das freut mich für dich. Dann seid ihr endlich wieder alle zusammen und man wird wieder Kinderlachen in diesem Haus hören. Das ist auch wichtig, wenn man bedenkt, was für eine schlimme Vergangenheit das Haus mitgemacht hat. Vielen Dank, Inge. Aber sag mal, was denn für eine Vergangenheit? Weißt du vielleicht, was hier damals los war? Versteh mich nicht falsch, aber manchmal glaube ich, in meinem Haus würde es spuken. Jetzt hältst du mich bestimmt für verrückt, oder? Nein, das halte ich nicht. Weißt du, in den letzten Jahren des Krieges hatte der Bruder meines Mannes Herbert Interesse an deinem Haus. Bevor mein Mann und ich es hier verkauften, war es für kurze Zeit im Besitz meines Schwagers. Er war ein hoher Nazi-Offizier und einer Geheimsache auf der Spur. Ich meine, es ging dabei um die Macht eines alten Pharaos. Dann waren von einem auf den anderen Tag er und ein Begleiter spurlos verschwunden. Seitdem hatten Kinder oft mysteriöse Geräusche aus dem Haus gehört und gingen davon aus, es würde darin spuken. Auch von einem großen Portal zur Geisterwelt, welches im Haus sein sollte, erzählten sich die Kinder. Schlussendlich blieb das Haus lange leerstehend, bis du dort einziehen wolltest. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Spukt es nun in diesem Haus oder nicht? Ich weiß nur, dass du jetzt dort lebst und deshalb auch das Sagen hast. Es ist dein Zuhause und dort solltest du dich wohlfühlen. Lass es dir durch nichts und niemanden zerstören. Alles klar, Inge. Ich werde dann mal reingehen. Ich muss auch noch ein wenig aufräumen. Danke nochmal für die ganzen Infos. Du hast mich jetzt aber erschrocken. Ich räume jetzt etwas auf und danach gehen wir eine Runde spazieren, ja? Was ist denn los? Siehst du da in der Ecke etwas? Aber da ist doch nichts. Seltsam. Würde jemand Fremdes dastehen, würde Prinzi knurren. Aber er knurrt nicht. Ich meine, warum sollte er auch? Wo nichts ist, knurrt Prinzi auch nicht. Aber warum ist er dann so auf diese Ecke fixiert? Ach, was soll's. Komm, mein Junge. Hör auf zu spinnen und geh mit in die Stube. Meine Güte, ist das auf einmal kalt hier. Und diese abgestandene Luft. Seltsam. Na, dann will ich mal aufräumen. Nanu? Wer klopft denn da? Sind Lissy und Billy etwa jetzt schon da? Ja, ich komm ja schon.
komisch. Da war gar keiner vor der Türe. Habe ich mir das Klopfgeräusch dann vielleicht nur eingebildet? Nein! Da ist es schon wieder. Woher kommt das denn? Moment mal. Das scheint aus dem Keller zu kommen. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein. Da schaue ich mal nach. Hallo? Die Türe lässt sich ja plötzlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten öffnen. War die überhaupt mal offen, seit ich hier wohne? Ich glaube nicht. Dann gehe ich mal nachschauen, um herauszufinden, was hier los ist. Aber Moment mal, gibt es im Keller elektrisches Licht? Ich glaube, ich nehme lieber eine Laterne mit. Hallo? Ist jemand hier unten? Hallo? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Woher kommt denn auf einmal dieser Nebel? Vor 12 Jahren habe ich ein paar Mal Opium geraucht. Nie hatte ich eine Veränderung gespürt und ausgerechnet jetzt fängt die Scheiße an zu wirken, oder was? Der Keller ist so seltsam vollgestellt. Ob hier wohl mal düstere Rituale abgehalten wurden? Warum wurden die Schädel hier nie entfernt? Obwohl, solche Sachen soll man ja auch nicht anfassen. Aber was mich noch sehr wundert, ist, dass hier auch Kerzen brennen. Also muss hier im Keller jemand sein. Was ist denn da drüben, wo es so tropft? Aha, ein Käfig und ein kleiner Brunnen. Wollte man hier vielleicht einen Brunnengeist bannen? Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. Ich werde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Du musst endlich lernen, zu verstehen. Luzi, Luzi, Luzi. Wach auf und komm wieder zu dir. Jack? Hey, Jack. Schön, dich zu sehen. Aber wie kommst du hier rein? Und wo ist dieser Nebel? Du sagtest doch vor ein paar Tagen, ich soll dich heute zum Bahnhof bringen. Wegen deinem Neffen und deiner Nichte. Ich muss doch eh in die Stadt. Und sollte dich bis dahin mitnehmen. Ich stand 10 Minuten klopfend vor deiner Tür. Und keiner hat aufgemacht. Deshalb habe ich den Notfallschlüssel genommen, den du mir mal gegeben hast. Als ich da drin war, habe ich die offen stehende Kellertür gesehen und habe dich hier unten gefunden. Was ist denn passiert? Bist du die Treppe runtergefallen? Depp. Und von was für einem Nebel redest du? Heute fahren wir zum Bahnhof?
dann liege ich hier seit gestern. Ich weiß, es klingt verrückt, aber langsam glaube ich wirklich, dass ich hier in diesem Haus nicht alleine bin. Natürlich nicht. Dein Hund ist auch noch da. Nein, das meine ich nicht. Ich glaube, dass es hier in diesem Haus spukt. Und gestern war hier im Keller auch Nebel, aus dem ein Skelett auf mich zukam. Dein Ernst? Du glaubst, dass es hier ein Geisterhaus ist? Bist du nicht schon etwas zu alt, um an sowas zu glauben? Scheiße! Was war denn das jetzt? Hast du das auch gehört, Luzi? Das kann doch nicht sein. Das sind bestimmt nur die alten Leitungen. Es gibt für alles eine ganz normale Erklärung. Lass uns los, Luzi. Mensch, hab ich ein Glück. Ich bin gerade am Gleis angekommen und da drüben kommt auch schon der Zug. Hallo Onkel Luzi, schön dich wiederzusehen. Ja, echt klasse, dass wir endlich wieder hier sind. Das finde ich auch. Na dann kommt mal ihr zwei. Das ging ja schneller als gedacht. 20 Minuten laufen und schon sind wir da. Dann mal herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Wow, ist das ein großes Haus. Unser Haus war nicht so groß. Mit wem wohnst du denn hier alles? Außer mir wohnt nur mein Hund Prinzi hier noch. Und ihr jetzt natürlich auch. Und wer ist das da am Fenster? Am Fenster? Ich kann nichts sehen. Da ist doch keiner. Es ist verschwunden. Seltsam. Ich hätte schwören können, da hätte kurz eine dunkle Gestalt gestanden und uns angestarrt. Ja genau, der schwarze Mann oder was? Kaum sind wir wieder hier im Dorf, schon fängst du an Monster zu sehen, Billy. Ich habe nicht gesagt, ein Monster gesehen zu haben. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich irgendwas gesehen habe. Außerdem glaube ich nicht, dass Monster im Haus lauern. Die lauern doch im Schädelwald. Glaubst du das wirklich? Irgendwas im Schädelwald hat unsere Eltern getötet. Aber das müssen nicht unbedingt Monster gewesen sein. Aber Lissy... Ich habe sogar mal gehört, wie Father Ben sich mit Mr. Wright und Tommy unterhalten hatte, dass mal eine riesige Gestalt mit Fledermausflügeln aus dem Wald herausgeflattert kam. Das sind alles nur Märchen und Einbildungen. Onkel Luzi, jetzt sag doch auch mal was dazu. Streitet euch nicht und lasst uns erstmal alle ins Haus gehen. Ja, da sind wir wieder, Prinzi. Du bist ja ein Süßer. Hallo, Prinzi. Echt toll, dass du einen Hund hast. Nanu, was ist denn auf einmal mit deinem Hund los, warum er so plötzlich weggelaufen ist? Keine Ahnung. Seit Tagen benimmt er sich so seltsam. Irgendwas geht hier vor, aber ich weiß noch nicht was. Aber ihr beiden braucht keine Angst haben. Euch wird schon nichts passieren. In der ersten Etage gelangt ihr zu eurem Zimmer. Das erste Zimmer auf der linken Seite. Schaut es euch doch mal an. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal alles fertig, um in einer halben Stunde mit dem Mittagessen anfangen zu können. Alles klar, Onkel Luzi.
Dann bis gleich. Komm, Billy, lass uns nach oben gehen. Das Haus ist groß, aber das Zimmer hier ist klein. Wir hatten schon schlimmere Schlafplätze. Da hast du recht. Packen wir erstmal unsere Sachen aus. Dann will ich mal gucken, was man heute Schönes kochen könnte. Mensch, hast du mich aber erschreckt. Unter dem Laken steckt bestimmt meine Nichte, oder? Aber das sage ich dir. Mach das nicht noch einmal, Lissy. Was soll ich nicht noch mal machen? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du würdest unter dem Laken stecken. Also, Billy, das gilt auch für dich. Hallo, ihr zwei. Ich hatte meinen Namen gehört. Was gilt auch für mich? Moment mal. Ihr kamt jetzt beide von oben und hab nicht versucht, als Gespenst verkleidet, mich zu erschrecken? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wer war das? Du meinst wohl eher, was war das? Jetzt spinnt nicht beide rum. Es gibt keine Geister, keine Monster oder sonstige Gestalten. Das hier ist kein monströses Geisterhaus. Hört bitte damit auf. Ich glaube zwar nicht an sowas, aber langsam macht ihr mir wirklich Angst. Bitte verzeih, das wollten wir nicht. Ich werde wohl mir nur was eingebildet haben. Das kann ja mal passieren. Mach dir nichts draus. Vielleicht sollten wir uns erstmal für 1 oder 2 Stunden hinlegen und etwas ausruhen. Vielleicht geht es uns dann besser. Das sollte ich vielleicht auch machen. Dann lasst uns mal alle hochgehen. Mein Zimmer ist direkt gegenüber von eurem Zimmer. Wirklich seltsam, was hier mittlerweile passiert. Bis jetzt haben sich die Geister, wenn sie denn wirklich hier im Haus sind, nur bemerkbar gemacht, aber mich nicht angegriffen. Eigenartig. Ich glaube, irgendwas wollen die Geister mir sagen. Aber was? Oder sie warten, bis sie genug Energie gesammelt haben, um mir was antun zu können. Was ist bloß los mit diesem Haus? Ich muss es unbedingt herausfinden. Aber so, dass ich Lissy und Billy nicht mit reinziehe. Die beiden haben schon genug Schlimmes durchmachen müssen. Das Ganze lässt mir keine Ruhe. Ich muss nochmal in den Keller. Wo war denn nochmal meine Laterne? Das Ganze wirft noch so viele Fragen auf. Noch so vieles, was ich nicht verstehe. Ich fühle mich in meinem eigenen Haus nicht mehr wohl. Das ist doch nicht mehr normal. Hier geht etwas sehr Seltsames vor. Und ich will endlich verstehen, was dieser ganze Spuk hier soll. Ich spüre deine Anwesenheit, Geist. Los, zeig dich mir! Oder hast du etwa Angst vor mir? Zimmer Service. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oha, das war jetzt wohl doch etwas zu provokant. Dann sollte ich jetzt schnell wieder gehen. Vielleicht sollte ich mich ja jetzt erstmal hinlegen und etwas Energie schöpfen. Vielleicht habe ich mir das ja auch alles nur eingebildet, weil ich so wenig Schlaf hatte. Ja, das könnte es sein. Also ab ins Bett und ein wenig zur Ruhe kommen. Hey,
Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Lösung auf deine Fragen ist im Süden. Tief im Süden. Meine Güte! Was war das denn jetzt für ein Traum? Ein Albtraum, aber er fühlte sich so echt an. Vielleicht sollte ich nochmal mit Inge sprechen und sie fragen, ob sie nicht doch noch mehr über dieses Haus weiß. Oder ihr Mann. Ich werde sie sofort anrufen. Nanu? Wer ist das denn jetzt? Ich schau mal nach. Inge? Das ist ja jetzt ein lustiger Zufall. Ich wollte dich gerade anrufen. Komm doch bitte rein. Was führt dich zu mir? Es gibt da noch etwas, was ich dir erzählen möchte und das sehr interessant für dich sein könnte. Na dann lass uns bitte in die Stube gehen und über alles sprechen. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ich wollte dir zwar auch noch was erzählen, aber fang du erst mal an. Wegen dem Pharao habe ich noch mal mit meinem Mann gesprochen und er konnte sich auch noch gut daran erinnern. Sein Bruder sagte wohl auch, dass der Pharao Amen-Ra hieß und sehr grausam zu Lebzeiten war. So grausam, dass er auch nach dem Tod keinen Frieden finden konnte. Der einzige Ort hier im Haus, wo angeblich ein Portal war, mit dessen Hilfe der Pharao beschworen werden konnte, soll sich im Keller befunden haben. Hatte dieser Pharao ein stark entstelltes Gesicht? Ja, als Strafe für seine Verbrechen zu Lebzeiten. Woher weißt du das? Ich sah ihn vorhin in meinem Traum. Er sprach sogar zu mir. Ich glaube, da könnte dir am besten ein Parapsychologe helfen. Ich kenne einen sehr guten und gebe dir gern gleich seine Nummer. Vor vielen Jahren machte noch eine andere Geschichte den Dorfbewohnern hier Angst. Die Rede ist von Graf Vincent, der im Wald in seinem Schloss lebte. Man sagte, der Graf sei ein Vampir und man müsse vorsichtig sein. Das Gruselgemäuer kenne ich. Da hat man schon zu meiner Kindheit gesagt, man dürfe da nicht hin, weil es dort spuken würde. Zu der Zeit, wo das mit Vincent und mir war, war ich schon lange mit meinem Mann verheiratet. Ich liebte ihn, doch hatte ich auch Gefühle für Vincent. Ich sah in ihm nie einen monströsen Vampir, sondern eine wundervolle Person, in deren Nähe ich glücklich war. Doch zu dieser Zeit war ich schon eine alte Frau. Vincent meinte jedoch, ich solle mir keine Sorgen machen, da ich wieder jung werden könne, wenn er mich zu einem Vampir machen würde. Er hatte auch Gefühle für mich und es wurde eine wundervolle Zeit mit ihm. Ich konnte mich nicht oft mit ihm treffen, denn sonst hätte mein Mann es gemerkt. Und meinen Mann wollte ich schließlich auch nicht verletzen. Ich war schon über 70 Jahre alt, fühlte mich aber wie 17. Eines Tages erfuhr ich jedoch, dass Vincent sich hinter meinem Rücken noch mit einer anderen Frau traf, die er beißen wollte. Ich war so traurig. Und warum willst du dann eine andere Frau beißen? Du sagtest, du kannst nur alle 100 Jahre jemanden beißen, der dann zum Vampir wird. Ich wollte mit dir zusammen sein, weil es dann eine Beziehung für die Ewigkeit wäre. Und jetzt sowas. Oh, ich Unglückliche. Bitte weine nicht, meine geliebte Inge. Ich verstehe deine Sorgen, aber sie sind unbegründet. Mein Schatz, ich liebe nur dich. Ich will Veronica zwar beißen, aber nur, wenn Vollmond ist, um sie zu einer Werwölfin machen zu können. Als Werwölfin kann ich sie dann zu einer Dienerin machen. Das mache ich nur für dich, denn wenn du hier lebst, sollst du auch eine Dienerin haben. Nur du wirst von mir den Biss bekommen, der dich zu einem Vampir macht. Dann werden wir ewig leben und zusammen sein können. Ach, so hast du das vor. Na, dann bin ich wieder froh.
Das ist wirklich heftig. Wie ist es denn dann weitergegangen? Ich meine, du bist ja immer noch kein Vampir, oder? Das stimmt, das bin ich nicht. Ich dachte, es wäre alles gut. Doch als ich wenige Tage später wieder zu ihm wollte, erzählte sein gespenstischer Diener mir, dass Vincent nicht mehr im Schloss sei und wohl auch nie wieder zurückkommen würde. Traurig lief ich nach Hause. Auf dem Heimweg nahm ich die Abkürzung durch den Schädelwald. Kurz vor einer Lichtung traute ich meinen Augen nicht. Dort waren Vincent, eine Hexe namens Grace, ihr Sohn Thomas und Veronica. Er hatte sich also doch für sie entschieden. Ich wartete, bis sie weg waren und ging dann auch weiter nach Hause. Meinem Mann Herbert habe ich nie etwas davon erzählt. The time has come to say goodbye. I'm done to leave you far behind. The time has come to say goodbye. I'm done to leave you far behind. Goodbye. Wenig später erfuhr ich noch ein wenig mehr über die Geschichte von Grace und Thomas, noch bevor sie zu dieser monströsen Gruppe kamen. Das waren wenige Tage, bevor mein Mann und ich das Haus, in dem du jetzt lebst, an die Nazis abgeben mussten. Ich gehe noch mal in den Wald, um ein paar Kräuter für deine Tränke zu sammeln. Ich weiß ja, dass deine Augen nicht mehr die besten sind und ich dir dadurch eine Hilfe sein kann. Ach, mein guter Junge. Das ist lieb. Mach das. Vielen Dank. Bis später dann. So, dann schaue ich mal, was ich für Kräuter finde. Hallo, wie ungewöhnlich, ein Mann, der im Wald Kräuter sucht. Das ist Frauenarbeit. Sollte das dich eigentlich ihre Frau machen? Guten Tag. Die Kräuter sind für meine Mutter. Eine Frau habe ich nicht. Ein hilfsbereiter, unverheirateter, gut aussehender junger Mann steht also vor mir. Gut aussehend? Nun ja. Also wenn Sie meinen. Danke für das Kompliment. Sie sind auch gut aussehend. Mein Name ist übrigens Thomas. Vielen Dank. Mein Name ist Veronica. Und ich habe noch keinen Ehemann. Aber vielleicht, wenn Sie mögen, kann man sich ja besser kennenlernen und schauen, ob man zueinander passt. Sehr gerne, Miss Veronica. Meine Mutter braucht viel Hilfe. Aber was fänden Sie davon, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hier im Wald treffen würden? Sehr gerne. Also dann bis bald. Sehr gut. Mein erstes williges Opfer. Jetzt, wo mich Vincent zu einer Werwölfin gemacht hat. Hey Vibe, sind Sie Grace Schwarzhut?
Ja, die bin ich. Und wer sind Sie? Gut. Wer ich bin, hat Sie nicht zu interessieren. Lediglich, dass ich von der SS bin und im Auftrag des Führers hier bin. Sicherlich haben Sie es schwer, da Sie jeden Tag befürchten müssen, abtransportiert zu werden, richtig? Ich könnte Ihnen Schutz bieten. Ja, bitte. Dann verlange ich aber etwas. Die Leute hier erzählen sich, sie seien eine Hexe. Die Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Ich bin nur eine alte Frau, die sich ein wenig mit Kräutern auskennt. Mehr nicht. Die Leute erzählen sich auch, dass sie ein mächtiges Beschwörungsbuch haben. Deshalb bin ich hier. Warum lachen Sie? Weil Sie zu spät kommen. Das Buch ist schon lange nicht mehr in meinem Besitz. Es gab noch einen anderen Interessenten, der mir freundlicherweise für das Buch mein Leben ließ. Dieser Bastard hat mich mit einer Pistole bedroht. Wer hat es? Wie lautet dessen Name? Was bekomme ich denn, wenn ich Ihnen den Namen verrate? Wie gesagt, ich versichere Ihnen, dass Sie keinerlei Probleme mehr mit einem von uns haben werden. Abgemacht. Der Name des Mannes, der nun das Buch hat, lautet SS-Gruppenführer Dr. Oswald Grünbaum. Danke für diese ausführliche Geschichte. Jetzt verstehe ich auch langsam alles viel besser. Und wegen diesem Amon Ra telefoniere ich später noch mit diesem Parapsychologen. Sehr gerne und danke. Danke? Wofür? Dafür, dass du mir zugehört und mich nicht für meine Naivität bezüglich Vincent verurteilt hast. Aber jetzt muss ich wieder nach Hause. Alles Gute und bis bald. Ich weiß, was du meinst. Alles gut. Danke und bis bald. Dann gehe ich mal schnell zum Telefon. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Luzi Nieberts. Ich wohne zusammen mit meiner Nichte und meinem Neffen in einem alten Bauernhaus im Dorf am Schädelwald. Ich habe ein Problem mit Geistern. Ich glaube zumindest, dass es Geister sind. Ich bin mit der Situation überfordert und brauche Hilfe. Alles klar. Vielen Dank und bis heute Abend. Sehr gerne. Bis heute Abend. Es klang so, als ob dieser Parapsychologe mir tatsächlich glauben würde. Irgendwo bin ich jetzt erleichtert. Ich glaube, nach all dieser Aufregung könnten Billy, Lissy und ich jetzt etwas Kuchen und Tee vertragen. Dann bereite ich mal schnell alles vor und rufe sie gleich runter. Irgendwie bin ich müde, aber ich kann nicht schlafen. Es fühlt sich so seltsam an, wieder zurück im Dorf zu sein. Ja, geht mir genauso. Unsere Eltern hätten bestimmt auch Verständnis dafür. Du hast ja tatsächlich noch deine Puppe. Ja, weißt du noch, als unsere Eltern sie mir zu Weihnachten schenkten und dir schenkten sie deinen Hut. Immer wenn ich mich einsam und ängstlich fühle, bin ich froh, wenn mein Püppchen bei mir ist. Du, Billy, hast du vorhin tatsächlich was draußen am Fenster gesehen? Ja, das habe ich. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Jetzt auf einmal? Sei mir bitte nicht böse, aber ich möchte nicht. Ich möchte mich lieber etwas ablenken. Diese Erscheinung hat mir große Angst gemacht.
Schade, aber ich kann dich gut verstehen. Ich rede auch nicht gerne über Sachen, die mir Angst machen. Irgendwie seltsam. Ich bin froh, nun mit dir bei Onkel Luzi zu sein. Aber habe dennoch Angst vor diesem Haus. Langsam glaube ich zu wissen, warum wir heute hier keine Ruhe finden, Billy. Und warum nicht, Lissy? Ich glaube, die kommende Nacht wird nicht normal, sondern besonders. Besonders? Ja, ich weiß, es klingt seltsam, aber irgendwie fühle ich es. Du fühlst es? Ich denke, du hältst nicht viel von sowas. Hast du es nicht sogar mal als Unsinn abgetan? Ja, schon, aber... Lissy, Billy, es gibt Kuchen und Tee. Kommt ihr runter? Ja, wir kommen. Lass uns später weiter darüber reden, Billy. In Ordnung. Du meine Güte, da hast du dir aber Mühe gegeben. Ja, wirklich. Das freut mich. Dann wollen wir uns mal setzen, ja? Oh mein Gott! Was passiert denn jetzt? Herr, erbarme dich unser. Das waren bestimmt die Geister. Oder vielleicht ungewöhnlicher Magnetismus. Magnetismus? Hast du schon vergessen, was du mir oben im Zimmer gesagt hast? Egal was es war. Fakt ist, dass es nun wohl doch leider keinen Tee und keinen Kuchen gibt. Tut mir sehr leid. Seid bitte so lieb und geht vors Haus ein wenig spielen. Ich werde in der Zwischenzeit hier alles aufräumen. Alles klar, dann bis gleich. Komm, Billy. Guten Tag, ihr zwei. Hallo. Guten Tag. Darf ich euch was fragen? Wo finde ich denn hier euren Onkel Luzi? Woher wissen Sie, dass es unser Onkel ist? Ach, egal. Unser Onkel sagt immer, wir sollen nicht mit Fremden reden. Aber wenn Sie unseren Onkel kennen, geht das sicherlich in Ordnung. Unser Onkel ist im Haus. Er räumt gerade die Scherben weg. Oh, Scherben? Was ist denn passiert? Das Geschirr fing plötzlich an zu schweben. Danach fiel alles zu Boden und ging kaputt. Und der Tee und der schöne Kuchen landeten auch auf dem Boden. Billy, der Herr ist bestimmt nicht deswegen hier. Wie Ihnen mein Bruder schon sagte, unser Onkel ist im Haus. Er kann Ihnen bestimmt alles besser erzählen und erklären als wir. Alles klar, vielen Dank euch beiden. Auf Wiedersehen. So. Das wäre jetzt geschafft. Alles wieder aufgeräumt. Oh, Nanu? Das muss der Parapsychologe sein. Das ging aber schnell. Guten Tag, Herr Ernst. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Bitte kommen Sie doch herein. Guten Tag. Vielen Dank. Setzen wir uns doch am besten in die Stube. Folgen Sie mir bitte. Sehr gerne. Gut, dass Sie erst jetzt kommen. Ich musste gerade noch aufräumen. Es sah hier etwas wüst aus. Ja, ich hörte davon. Das wird ja hier anscheinend immer verrückter bei Ihnen. Richtig, das wird immer verrückter und langsam glaube ich schon, ich würde selbst verrückt werden. Es scheint, als ob aus dem Keller eine starke Energie kommen würde. Ja, Herr Ernst. Da ist es wirklich nicht ganz geheuer. Erst seit gestern lässt sich die Kellertüre öffnen. Davor war seit Jahrzehnten keiner mehr dort unten. Davor hatte ich auch oft das Gefühl, beobachtet zu werden. Und hatte merkwürdige Träume. Immer versuchte man mich von hier zu verjagen. Vor kurzem träumte ich sogar, ich wäre nackt in meinem Keller. Seit gestern
wird es aber immer schlimmer und ich glaube schon, Dinge zu sehen. Offenbar will wenigstens einer der Geister Ihnen etwas Wichtiges sagen. Aha, ich verstehe. Glaube ich zumindest. Können Geister denn auch richtig mit einem sprechen? Nun, nicht so wie wir, aber sich mit den Lebenden zu unterhalten können sie. Allerdings erfordert das sehr viel Energie und ist für Geister ziemlich anstrengend. Deshalb reden die meisten Geister auch nur das Wichtigste. Am einfachsten ist es für sie, Kontakt zu den Lebenden aufzunehmen, wenn diese schlafen. Was auch noch geht, ist, in den Körper eines Lebenden zu dringen, mit dessen Erlaubnis natürlich. Es ist aber dann auch für den Geist sehr emotional. Plötzlich kann er wieder riechen, schmecken und einen Herzschlag spüren. Jetzt verstehe ich immer besser. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wissen Sie denn, wie viele Geister hier im Haus sein könnten? Es befindet sich ein sehr aktiver Geist hier im Haus. Aber er ist nicht der einzige. Schwer zu sagen, aber ich schätze mal grob an die 20 Geister. Ich bin noch nicht lange genug hier, um das richtig beurteilen zu können. 20 Geister? So viele habe ich aber noch nicht gesehen. Viele haben einfach zu wenig Energie, um sich hier so weit bemerkbar zu machen, um von ihnen richtig wahrgenommen zu werden. Der aktivste Geist will unbedingt mit ihnen sprechen. Er scheint ein ehemaliger König oder Pharao gewesen zu sein und bewegt sich auf uns zu. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Können Sie es? Er ist direkt hinter mir und möchte gerne in meinen Körper fahren, um mit ihnen reden zu können. Ich kann ihn nicht sehen, aber spüren. Ich wäre bereit. Und Sie? Also gut. Dann bin ich mal gespannt, was der Geist mir sagen will. Ich grüße euch, Luzen. Mein Name ist Pharao Amenra. Natürlich. Und ich bin der Graf von Otterstein. Ah, zu Hilfe! Da habt ihr jetzt meine Macht gesehen. Ich hoffe, ihr behandelt mich jetzt respektvoll. Meine Redezeit ist gleich um, also hört mir zu. Verschwindet von hier, so weit wie ihr könnt. Nehmt eure Familie mit und geht. Ansonsten erwartet euch der Tod. Der Tod? Willst du mir etwa drohen? Warum sollte ich mein Zuhause verlassen? Ich bin nicht der Eindringling, sondern du. Du und der Rest von euch Geistern. Ich will euch nicht drohen, sondern nur warnen. Geh in den Süden, um eine Lösung zu finden. Aber mehr darf ich sagen. Da Geister nicht in das Schicksal der Lebenden eingreifen dürfen. Mein Neffe, meine Nichte und ich lassen uns nicht von hier vertreiben. Aber wir werden versuchen, euch hier zu vertreiben. Dann werdet ihr sterben. Ich habe keine Angst mehr. Stimmt. Du bist nur dumm. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Ich werde dich kein zweites Mal warnen. Oh, hallo. Ist es vorbei? Hat er mit Ihnen geredet? Er hat doch durch Sie gesprochen.
Haben Sie das nicht mitbekommen? Man selbst bekommt selten etwas mit. Bei so einer Situation befindet man sich fast wie in Trance. Was hat er denn nun gesagt? Er hat sich mir als Pharao Amen-Ra vorgestellt und gesagt, die Kinder und ich sollten von hier weggehen, sonst würden wir alle sterben. Ich lass mich aber nicht aus meinem Zuhause vertreiben. Ich glaube nicht, dass dieser Geist mich warnen und schützen will. Er will mir nur mein Zuhause wegnehmen. Ich war so froh, nach dem Krieg eine bezahlbare Bleibe zu finden. Ich liebe dieses Haus, ich liebe dieses Dorf und ich liebe seine Einwohner. Das hier ist meine Heimat und die kann ich nicht einfach hinter mir lassen. Ich verstehe Sie gut. Können Sie die Geister denn nicht einfach hier aus dem Haus austreiben? Nein, ich bin Parapsychologe, kein Geisterjäger. Aber ich nehme für Sie gerne Kontakt zu einem auf, der sich dann bei Ihnen meldet. So können wir das gerne machen. Haben Sie vielen herzlichen Dank. Durch Sie bin ich schon mal ein großes Stück weitergekommen. Gern geschehen und auf Wiedersehen. Alles klar. Danke, Herr Ernst. Das alles hat mich jetzt so mitgenommen, dass ich erstmal eine Pause brauche. Nanu, ich bin ja auf einmal so müde. Dabei will ich doch noch gar nicht einschlafen. Was war denn das? Ein Schrei? Aber woher? Kam der aus dem Keller? Jetzt reicht es aber. Genug ist genug. Denen werde ich jetzt was erzählen. So, ihr Geister. Angeblich sollt ihr so viele sein. Dann sollen sich jetzt mal alle zeigen, die ich noch nicht kenne. Was ist los? Könnt ihr nicht? Oder habt ihr zu viel Angst vor mir? Nanu? Was ist denn da jetzt los? Diese Wand? Ist das eine zugemauerte Kammer? Was verbirgt sich bloß dahinter? Das müsste man mal aufschlagen. Um Himmels Willen, Herr, erbarme dich mir. Ich halte das hier nicht mehr länger aus. Hallo, Luzi. Ist euch das jetzt real genug? Amen, Ra. Luzi. Ja, so heiße ich. Was willst du denn von mir? Sag es mir endlich. Und sprich nicht in Rätseln. Darf ich nicht sagen. Luzi, 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 Luzi. Luzi, Luzi, Luzi. Hey, werde wieder wach. Oh. Hallo, ihr zwei. Entschuldigung, ich muss wohl kurz eingenickt sein. Wie spät haben wir es denn jetzt? Es ist schon Abend. Oh, tatsächlich? Was haltet ihr davon, wenn ich uns jetzt Abendbrot mache und wir danach eine Runde Karten spielen? Eine tolle Idee.
Das wird uns bestimmt auch alle auf andere Gedanken bringen. Lissy, Lissy, komm her, komm her, komm zu mir, komm zu mir, komm in den Schädelwald, in den Schädelwald. In den Schädelwald? Eigentlich soll ich mich ja vom Schädelwald fernhalten. Aber wenn der Wald schon nach mir ruft, dann sollte ich wohl dahin gehen. Vielleicht erfahre ich dann, durch was unsere Eltern starben. Alles in Ordnung, Lissy? Habt ihr das gerade auch gehört? Hat da jemand meinen Namen gerufen? Das hast du dir sicherlich eingebildet. Na, dann kommt erstmal in die Küche. Lissy, beeil dich! Nur in dieser besonderen, monströsen Nacht wirst du die Antworten auf deine Fragen erhalten. Also gut, später, wenn alle zu Bett gehen, schleiche ich mich noch einmal raus und gehe in den Wald. Ich werde sicherlich auch schnell wieder zurück sein. Was ist los? Kommst du heute noch oder brauchst du eine extra Einladung? Ja, du hast ja recht. Bitte verzeih. Ich war nur plötzlich nochmal in Gedanken. Sie glauben, wir Geister wären böse. Dabei wollten wir sie nur von den gefährlichen Monstern des Schädelwaldes warnen und sie deshalb von ihr fortjagen. Ich dachte, wenigstens nach meinem Tod hätte ich was Gutes tun können. Aber nein. Schade. Nun laufen sie alle nacheinander in ihr Verderben. Und wie geht die Geschichte nun weiter? Nun, das wisst ihr ja bereits durch die erste Geschichte. Aber vielleicht seht ihr ja diese jetzt plötzlich mit ganz anderen Augen, da ihr nun wisst, was vorher alles passierte. Doch was wurde aus Billy? Diese Frage habe ich euch immer noch nicht beantwortet. Na, vielleicht erzähle ich euch ein anderes Mal darüber. Ich hoffe, ihr habt was aus der Geschichte gelernt. Mit diesen Worten entlasse ich euch nun hinaus in die Nacht. Solltet ihr heute Nacht auf dem Heimweg an einem Wald vorbeikommen und das Gefühl haben, dieser würde nach euch rufen, folgt diesem Ruf lieber nicht. Man kann schließlich nie wissen, wann und wo die nächste Nacht der Monster ihren Höhepunkt finden wird. Gute Nacht. Gonna make it! Situation. Get on, down. There's hell to pay, cause the devil is a loser. And he's my bitch. For better or for worse, and you don't care which. The devil is a loser, and he's my bitch. Running in the trouble you sketch, he's my bitch. You wanted witches and a license to kill.
You got poverty, then you got ill. You got poor and you lost your will. All your dreams are fulfilled. I got my kicks, then you blow your fuse. No one got killed, but that's no excuse. Hands up, I let you know, then it's done. I have the only gun. Fire your head and perforate it. First you love it, then you hate it. You're such a sad. And now you're never gonna make it. Situation. Get out, go on. That's how to pay, cause the devil is a loser. Tease my bitch. For better or for worse, and you don't care which. Cause the devil is a loser. Tease my bitch. Running in the trouble, you're a sketch. And there are no devil refuse. Is a loser. Just failing, go devil on, is tease. A loser. Confess your sins. Devil is a loser. Save the preachers on TV. Devil is a loser. You got yourself some grease paint. Set of white and black. Oh, you got worse louder. And Jim Simmons on your back. Tease my bitch. For better or for worse, and you don't care which. Cause devil is a loser. Tease my bitch. Running in the trouble to sketch. Tease my bitch. For better or for worse, and you don't care which. Cause devil is a loser. Tease my bitch. Running into trouble, you sketch. Yeah! Running into trouble, you sketch. Running into trouble, you're sketch.